Du hast dich aus einer narzisstischen Beziehung gelöst und wie kann es jetzt weitergehen? Was sind die wichtigsten, elementarsten Dinge, um die du dich jetzt für dein Wohlbefinden, für deine Gesundheit und für deine Zukunft kümmern solltest? Wenn das spannend und interessant für dich ist, dann bleib gerne dran, weil darum geht es jetzt in dieser Folge. Bis gleich. Schön, dass du dabei geblieben bist. Und wenn du gerade oder vielleicht vor einiger Zeit eine narzisstische Beziehung beendet hast, hinter dir gelassen hast, dann ist es jetzt ganz wichtig, dass du für dich, für dein Wohlbefinden ganz bestimmte Dinge besonders in den Fokus rückst und umsetzt. Und dazu zählt als allererstes, liebe dich selbst. Liebe dich selbst genau so, wie du bist, weil du bist so wunderbar, so großartig, so liebenswert. Auch wenn du das wahrscheinlich die letzten Jahre in der narzisstischen Beziehung nicht mal ansatzweise so wahrgenommen hast. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass du dich anfängst, jetzt selbst zu lieben, auch mit all dem, was passiert ist, dass du dich dafür nicht verurteilst, dass du dich dafür nicht klein machst. Du wurdest genug klein gemacht und verurteilt. Also hör auf damit, das jetzt in dir fortzuführen. Schenke dir Selbstliebe für alles, was du entschieden hast, für alles, was du getan hast, für alles, was du noch nicht gewusst hast. Und vielleicht klingt das jetzt erstmal ein bisschen komisch. Warum soll ich mich selbst dafür lieben, dass ich in diese Beziehung geraten bin, dass mir das passiert ist? Und du sollst das genau deswegen tun, weil es Teil deines Lebens ist. Es ist jetzt Teil deiner Vergangenheit. Und hättest du, oder andersrum gesagt, wir entscheiden immer aufgrund der Information und der Fähigkeiten, die wir in dem jeweiligen Augenblick haben. Wir haben 2 Stunden, 6 Monate, 10 Jahre später andere Informationen, wir haben andere Fähigkeiten. Und damit treffen wir natürlich auch andere Entscheidungen. Aber in dem Moment, wo du dich auf diese Beziehung eingelassen hast, hast du weder die Information noch die Fähigkeiten gehabt. Weil hättest du es gehabt, hättest du dich nicht darauf eingelassen. Okay, und deswegen ist es so wichtig, dass du dich selbst liebst, auch mit dieser Entscheidung, die du damals getroffen hast, diese Beziehung einzugehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass du nicht daraus lernen sollst. Natürlich, du sollst so viel wie möglich daraus lernen, damit dir zukünftiger Schmerz erspart bleibt. Aber Selbstliebe bedeutet, dass du dich genau so liebst und annimmst, wie du bist, mit all deinen Entscheidungen, mit all deinen Erlebnissen, mit all deinen Erfahrungen, mit all deinen Schlaglöchern im Leben, durch die du getreten bist oder gebatscht bist, wie du es nennen magst. Weil die gehören dazu. Die haben dafür gesorgt, dass du dich weiterentwickelt hast, dass du weiter gewachsen bist und dass du dich auch liebst, mit all deinen körperlichen, wie sagt man, mit deinen körperlichen Vorzügen, aber auch mit den Sachen, die du an deinem Körper nicht so magst, weil auch das gehört dazu. Und letztlich ist das nur eine Bewertung. Es kann sein, dass du sagst, meine Beine gefallen mir nicht oder mein Bauch gefällt mir nicht oder mein Po gefällt mir nicht. Aber auch das bist du. Und es ist so, so wichtig, dass du auch diese Körperteile, die zu dir gehören, annimmst. Weil deine Beine tragen dich jeden Tag seit, je nachdem wie alt du bist, so und so 4 Jahren durch dein Leben. Die haben dich überall hingebracht. Und genauso hat dein Bauch dich genährt. Der hat dafür gesorgt, dass ganz, ganz wichtige Organe da drin Platz haben. Und wenn du das mal so siehst,
dass alles für dich ist, dass alles für dich sorgt, dann fällt es dir vielleicht ein bisschen leichter, deinen Körper anzunehmen. Und zwar so, wie er ist. Das bedeutet nicht, dass du nicht für deine Fitness und deine Gesundheit sorgen darfst. Okay? Aber um dahin zu kommen, dass du gut für dich sorgen kannst, ist der erste Schritt, dass du es erstmal so, wie es ist, liebst und annimmst und aufhörst, dagegen zu kämpfen. Und dass du auch gedanklich aufhörst, dagegen zu kämpfen. Im Sinne von, wie blöd war ich, dass mir das passiert ist? Warum oder wie dumm von mir, dass ich dort keine Grenzen gesetzt habe? Wie dumm von mir, dass ich mir das habe alles gefallen lassen? Das ist keine Selbstliebe. Damit machst du dich klein, damit fühlst du dich energielos und damit sorgst du dafür, dass du letzten Endes wieder in eine narzisstische Beziehung gerätst. Weil solange wie du in dieser Schleife festhängst, dass du dich klein fühlst, dass du dich wertlos fühlst, wird der nächste Narzisst dich wieder mit Bestätigung von außen hochpäppeln, aufbauen. Du wirst denken, boah, wie gut geht's mir bei dieser Person, tappst damit wieder in diese Falle und merkst spätestens nach einer gewissen Zeit, boah, der ist ja doch nicht oder sie ist ja doch nicht so lieb und wertschätzend wie am Anfang. Jetzt fällt die Maske, jetzt lerne ich wieder die wahre Person kennen und Manometer, warum ist das schon wieder ein Narzisst oder eine Narzisstin? Ne? Es gilt immer für beides. Und deswegen ist es so wichtig, dass du in die Selbstliebe kommst und dich so liebst, wie du bist, mit all deinen Erfahrungen, all deinen Erlebnissen, all deinem Wissen, all deinen Fähigkeiten oder Nichtfähigkeiten. Liebe dich genau so, wie du bist. Schritt 1. Schritt 2. Warte nicht, bis deine Angst weg ist, sondern setze all das um, was du schon so, so lange tun willst. Du kannst dich fragen, was habe ich denn als Kind gerne gemacht? Oder was habe ich mir in der Beziehung immer gesagt, was ich gerne mal machen würde, was du dich aber nicht getraut hast? Weil, weißt du, wenn wir warten, bis die Angst weg ist, dann werden wir nie Dinge umsetzen. Weil die Angst wird nie weg sein. Die Angst wird immer da sein. Sie wird immer dir sagen, als Alarm quasi, das haben wir noch nie gemacht. Wir verlassen gerade unsere Komfortzone. Und in dem Moment darfst du deine Angst an die Hand nehmen und sagen, jawohl, ich verlasse meine Komfortzone und ich will einfach mal schauen, was ist denn außerhalb meiner Komfortzone? Okay? Und du musst ja nicht gleich eine neue Firma mit einem Kredit von 1 Million aufbauen. Fang klein an. Mach's Schritt für Schritt. Erweitere Schritt für Schritt deine Komfortzone und nimm die Angst an die Hand, integriere sie und sage, jawohl, ich habe Angst, ich mach's trotzdem. Ich nehme die Angst an die Hand, ich nehme sie mit, damit die Angst sieht, es wird viel besser, als wir uns beide ausgemalt haben. Verabschiede dich von dem Gedanken, dass du Dinge erst tun kannst, wenn die Angst weg ist. Weil wenn du so rangehst, wirst du niemals das Leben führen können, was du führen möchtest. Weil die Angst wird immer da sein. Egal in welcher Etappe. Ein Beispiel, wenn du zum Beispiel gerne Vorträge mal machen möchtest vor Menschen und du hast das noch nie gemacht und du hast die Chance, vor 10 Leuten einen Vortrag zu halten, dann wird als allererstes die Angst kommen und sagen, bist du wahnsinnig? Das hast du noch nie gemacht. Was ist, wenn du ein Blackout hast? Was ist, wenn das peinlich wird? Was ist, wenn die Menschen das doof finden? Was ist, wenn die rausgehen während des Vortrages? Und alle diese Horrorszenarien wird die Angst dir sagen. Und wenn du aber dann sagst, ja, das kann alles passieren, ich werde es aber überleben. Und ich nehme die Angst an die Hand und wir gehen zusammen dadurch. Und dann machst du den Vortrag vor 10 Menschen. Und diese 10 Menschen
werden begeistert sein von dir. Das verspreche ich dir. Wenn du dich gut vorbereitest, dann wirst du die Menschen überzeugen, inspirieren, begeistern und mitreißen. Und dann wirst du von der Bühne gehen und dich wie ein Honigkuchenpferd freuen und sagen, das hat mir so einen Spaß gemacht. Das möchte ich gerne wieder. So, und dann machst du es ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal und merkst dann, boah, also vor 10 Leuten zu sprechen, das macht mir keine Angst mehr. Und irgendwann brauchst du gar keine wirkliche Vorbereitung mehr, weil du die Sache im Schlaf kannst. Und dann kommt aber eine Anfrage, halte doch mal einen Vortrag vor 100 Menschen. Und dann wird wieder deine Angst kommen und sagen, boah, bist du wahnsinnig, das hast du noch nie gemacht. 100 Menschen, was da alles passieren kann. Da kannst du nicht mehr ohne Technik sprechen. Was, wenn die Technik ausfällt? Was, wenn das peinlich wird? Was, wenn da Menschen rausgehen? Was, wenn du einen Blackout hast? Was, wenn du das Thema nicht richtig rüberbringst? Was, wenn die sich langweilen? Genau das Gleiche wie bei den 5 Menschen. Und genau das Gleiche machst du wieder und sagst, ja, ich habe Angst. Und ich nehme die Angst an der Hand und wir gehen zusammen da durch. Ich wandle die Energie der Angst, diese Aufregung der Angst, wandle ich in positive Energie und freue mich darauf. Und dann wirst du einen Vortrag halten vor 100 Menschen und du wirst sie begeistern und du wirst sie mitreißen und du wirst sie inspirieren und du wirst sie neugierig machen. Und dann gehst du von der Bühne und du wirst sagen, wow, hat das Spaß gemacht? War das genial? Mehr davon bitte. Und dann wirst du das ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal machen. Und dann wirst du sagen, boah, also vor 100 Menschen zu sprechen, das mache ich mit 40 Fieber auf der linken Arschbacke, wie wir hier so schön sagen. Und dann machst du das und hast keine Angst mehr. Und dann kommt die nächste Stufe. Dann bekommst du eine Anfrage, vor 1000 Menschen zu sprechen. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Und genau so läuft es mit allen großen und kleinen Dingen, die du noch nie gemacht hast im Leben. Deswegen warte nicht, bis die Angst weg ist. Sie wird niemals von alleine weggehen, solange du nicht springst. Solange du nicht die Dinge umsetzt, wird sie nie weggehen. Und das ist auch ganz logisch, weil du bleibst ja in deiner sicheren Komfortzone. Und solange du nicht rausgehst, solange du die Angst nicht mitnimmst, wird sie nicht weggehen. Weil sie kann ja auch nicht lernen, dass du das Ganze überlebst. Okay? Also, warte nicht, bis die Angst weg ist. Geh da durch, nimm sie mit. Punkt 3, sei heute glücklich. Sei heute glücklich und nicht, wenn du es geschafft hast, da rauszukommen, wenn du den Job hast, der dir Spaß macht, wenn du das Geld hast, das dir Sicherheit bringt, wenn du eine neue, perfekte, liebevolle Partnerschaft hast. Entscheide dich, jetzt glücklich zu sein. Mit den Umständen, die du jetzt hast. Und wenn du eine narzisstische Beziehung hinter dir hast, egal ob sie frisch hinter dir ist oder ob sie schon ein Weilchen her ist, dann sei glücklich darüber und entscheide dich, jetzt glücklich zu sein. Entscheide dich, glücklich zu sein, dass du die Beziehung hinter dir gelassen hast. Entscheide dich, glücklich zu sein, dass du dein Leben wieder frei und unabhängig und selbstbestimmt leben kannst. Entscheide dich, glücklich zu sein, weil du im Großen und Ganzen, von ein paar seelischen Blessuren vielleicht momentan abgesehen, gesund bist. Entscheide dich, glücklich zu sein, dass du dich jeden Morgen entscheiden kannst, den Job weiterzumachen oder dir einen neuen zu suchen. Entscheide dich, glücklich zu sein darüber, dass du tun und lassen kannst, was du willst. Entscheide dich, glücklich zu sein darüber, dass du deine Wohnung, dein Haus jetzt so gestalten, einrichten kannst, wie es dir gefällt, wie du dich wohlfühlst. Für alle die, die jetzt den Podcast hören und nicht in einer narzisstischen Beziehung waren,
Wer in einer narzisstischen Beziehung war, kennt das, dass du nicht alles so einrichten kannst, wie du willst, weil du dann dafür kritisiert wirst, weil du für deinen Geschmack oder deinen Einrichtungsstil beleidigt wirst. Und deswegen sei glücklich darüber, dass du das jetzt wieder alles kannst. Entscheide dich glücklich zu sein, dass du narzisstischen Missbrauch überlebt hast, weil genau das ist es. Nicht jeder überlebt das. Viele, die von narzisstischem Missbrauch betroffen sind, landen in Depression, landen im Burnout und landen schlimmstenfalls noch ganz woanders. Deswegen entscheide dich, glücklich zu sein darüber, dass du es geschafft hast, diese Punkt, Punkt, Punkt hinter dir zu lassen. Okay? Entscheide dich dafür, glücklich zu sein darüber, dass du dich treffen kannst, mit wem du willst, wann du willst und wo du willst. Auch wieder für alle die, die noch nie eine narzisstische Beziehung hatten, mit vielen Narzissten und Narzisstinnen geht das nicht. Da darfst du Rechenschaft ablegen, wo du warst, worüber du dich unterhalten hast, warum der Nachhauseweg 10 Minuten länger gedauert hat. Okay? Weil wer das nicht erlebt hat, der fragt sich, wovon redet die Frau? So, und deswegen sieh das, dass du all das nicht mehr hast in deinem Leben und sei darüber glücklich. Weil wenn du dich entscheidest, darüber glücklich zu sein, wirst du viel mehr Dinge anziehen in deinem Leben, für die du glücklich sein kannst. Deswegen sei jetzt glücklich. Und nicht irgendwann, wenn ABCD eingetreten ist. Du kannst jetzt glücklich sein. Weil wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du auf einem sehr, sehr guten, aussichtsreichen, strahlenden, fantastischen Weg. Okay? Also Punkt 3, entscheide dich, jetzt glücklich zu sein. Egal wie die Umstände sind. Der nächste Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist: Träume groß und frage niemanden um Erlaubnis. Frage auch niemanden, wie der andere dies und jenes machen würde. Das heißt, wenn du den Traum hast, dich selbstständig zu machen, wenn du den Traum hast, eine Weltreise zu machen, wenn du den Traum hast, dir eine finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, wenn du den Traum hast, irgendwo aufs Land zu ziehen und einen Gnadenhof zu machen oder wenn du den Traum hast, ein Festival zu organisieren, was auch immer, dann mach den ersten Schritt in diese Richtung und frage möglichst niemanden, was er davon hält, wie er das findet, ob das okay ist. Es sei denn, du hast in deinem Umfeld jemanden, der genau sich solche Träume schon erfüllt hat. Frage aber niemanden, der selber seine Träume schon aufgegeben hat. Weil derjenige wird dich runterziehen und wird dich klein halten. Und das ist von demjenigen auch nicht böse gemeint. Derjenige möchte unbewusst dein Bestes. Oder er möchte bewusst dein Bestes, aber unbewusst versucht er dich dort zu halten, wo du bist. Weil weißt du, wenn wir nicht das Richtige oder wenn wir ein Umfeld haben, was selber nicht umsetzt, was selber seine Träume begraben hat, dann möchte das Umfeld nicht, dass du wächst und dich weiterentwickelst, weil dann wissen die ja gar nicht mehr, wie sie mit dir umgehen sollen. Und dann veränderst du dich ja auch. Und dann redest du von Dingen, die sie nie umgesetzt haben. Und das tut denen weh. Das alles passiert auf einer unbewussten Ebene. Aber das ist jetzt auch egal, auf welcher Ebene das passiert. Fakt ist, sie werden dich klein halten. Deswegen träume groß
so groß wie du kannst. Und frage dich, was ist mein nächster Schritt dahin? Du musst noch nicht alle Schritte kennen. Niemand kennt alle Schritte zum Ziel. Du musst nur wissen, wo will ich hin? Wie möchte ich mein Leben haben? Und zwar, wie möchte ich mein Leben haben in allen Lebensbereichen? Wie sollen meine Finanzen in 10 Jahren sein? Was möchte ich in meiner Freizeit in 10 Jahren machen? Wie soll das aussehen? Wie möchte ich morgens aufstehen? Wo möchte ich morgens wach werden? Welchen Job möchte ich haben? Wie soll mein Arbeitstag aussehen? Wie soll mein Umfeld sein? Wie soll meine Gesundheit sein? Wie vital und energiegeladen möchte ich mich fühlen? Was möchte ich anderen Menschen zurückgeben? Wie soll das in 10 Jahren aussehen? Und träume dort wirklich groß. Mach's riesig. Und wenn du dich hinsetzt und anfängst, darüber nachzudenken und die ersten Ideen kommen, schreibe sie auf und frage dich bei jeder Idee, wie kann es noch größer werden? Wie kann es noch besser werden? Und dann, wenn du das hast, frage dich in jedem Bereich, was ist mein nächster Schritt, um dahin zu kommen? Nur der eine nächste. Weil aus diesem einen Nächsten ergibt sich sowieso der nächste andere. Den musst du aber jetzt noch nicht wissen. Weil während du den ersten Schritt, den nächsten Schritt quasi machst, bekommst du neue Informationen, bekommst du neue Fähigkeiten, neues Wissen, du machst neue Erfahrungen. Und aus diesen ganzen Sachen heraus wirst du automatisch wissen, was der nächste Schritt ist. Und dort machst du wieder neue Erfahrungen, wieder neues Wissen, bekommst wieder neue Learnings. Und daraus entsteht wieder der nächste Schritt. Und so kommst du peu à peu an dein Ziel. Aber ganz wichtig vorher, erzähle niemanden oder wirklich handverlesenen Menschen davon, sondern setze um und überrasch sie dann halt mit deinen Ergebnissen. Okay. Und der letzte Tipp, warte nicht, bis alles perfekt ist. Warte nicht, bis deine Wohnung perfekt ist, dein Job perfekt ist, bis du perfekt bist, bis dein Auto perfekt ist, bis die Politik perfekt ist, der Staat perfekt ist, das Wetter perfekt ist, was auch immer noch alles perfekt sein kann. Mir fällt jetzt akut gerade nicht mehr ein. Warte nicht darauf, bis alles perfekt ist. Es wird nie perfekt sein. Es gibt dazu diesen schönen Satz, ich weiß nicht mehr, von wem ich den gehört habe, blühe dort, wo du bist. Und du kannst dir dazu auch so ein schönes Bild nehmen von so einer Pflanze, so einer Blume, die sich durch eine dicke Mauer gekämpft hat und jetzt blüht. An der ganzen Mauer ist nichts Grünes, so eine Steinmauer, aber eine Blume blüht da. Du kannst dir das auch mit einem Boden vorstellen, mit einem Steinboden. Blühe da, wo du jetzt gerade bist und warte nicht darauf, dass alles perfekt ist, weil es wird niemals perfekt sein. Die Dinge sind immer so perfekt, wie du sie siehst. Und wenn du jetzt sagst, so wie es jetzt augenblicklich ist, entscheide ich mich dafür, dass es für den jetzigen Moment perfekt ist. Perfekt für mich. Das muss für niemand anderen perfekt sein. Es ist aber perfekt für mich, so wie es jetzt gerade ist. Morgen. Übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, wirst du merken, sind ganz andere Dinge für dich perfekt. Aber weißt du, das ist der Weg weg vom narzisstischen Missbrauch hin zu einem Leben voller Lebensfreude, voller Leichtigkeit, voller Strahlen, voller Glücklichsein, voller Unabhängigkeit, voller Freude. Das ist der Weg dahin. Dass du diese Punkte für dich umsetzt. Und glaube mir,
Ich habe die Erfahrung selbst bei mir gemacht und sie war einfach magisch. Dazu sage ich vielleicht in einer anderen Folge mal irgendwann was. Du hast alles, was du für diese Schritte, die ich gerade genannt habe, brauchst, hast du alles jetzt in dir. Okay? Du musst nur losgehen. Und ich hoffe, dass diese Folge, mein heutiger Impuls, dir hilft, diese Schritte umzusetzen. Jeden Tag einer, jeden Tag ein kleiner. Reicht völlig. Es muss kein großer sein. Wenn du narzisstischen Missbrauch hinter dir hast, hast du so viele schlimme Dinge erlebt, die sich mancher da draußen gar nicht vorstellen kann. Und wenn du das geschafft hast, wenn du das hinter dir gelassen hast, dann ist das, was vor dir liegt, die pure Vergnügungsfahrt. Okay? Ich fasse nochmal zusammen. Liebe dich selbst. Warte nicht, bis deine Angst weg ist. Sei heute glücklich. Träume groß. Und warte nicht darauf, bis alles perfekt ist. 5 Punkte, die du jetzt in deinem Leben umsetzen darfst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hilfreich sein kann, leite sie bitte weiter. Wenn du niemanden kennst, dem die hilfreich sein kann, wo du aber weißt, hey, es gibt bestimmt da draußen genügend, die ich zwar nicht kenne, denen sie aber hilfreich ist, dann teile die Folge, teile sie auf allen Kanälen, die du hast. Wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Ich beantworte jede einzelne Frage. Wenn du tiefer einsteigen willst in das Thema, schreib mir eine E-Mail oder buch eine Kennenlernsession auf meiner Website. Du findest meine Website unter danielakreisig.de. Und ansonsten freue ich mich über deinen Daumen hoch, abonniere den Kanal. Und ja, wie gesagt, schreib mir gerne, wenn du Fragen dazu hast. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude, Vergnügen beim Umsetzen. Und ich garantiere dir, und das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wenn du an diesen 5 Dingen dranbleibst, wenn du die umsetzt, Tag für Tag, dann wirst du in 6 Monaten schon ein anderes Leben haben als heute. Okay? Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich wahnsinnig auf dich. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss, deine Daniela.